Frau Kern, schönen Dank, dass Sie Zeit haben hier für so ein kleines Gespräch über die Agentur für Arbeit in Korbach. Eine Frau an der Spitze hier in der Agentur ist ja nun für uns Nordhessen absolutes Novum. Hatten wir noch nicht, ne? Ja, lieber Herr Dudek, erstmal herzlich willkommen hier in der Agentur für Arbeit in Korbach. Schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen. Ja, was soll ich sagen? Novum ist es, glaube ich, nicht. Na, hier für unsere Agentur. Vor Herrn Kemper waren auch schon Frauen in Führungsverantwortung. Von daher bin ich nicht die erste Frau an der Spitze. Aber ich freue mich natürlich, dass ich hier sein kann. Und als Mittelhessin mit Geburtsort Wetzlar und einem langjährigen Wohnsitz mit meinem Mann zusammen in Lich, ist es natürlich für mich auch ein Ankommen in einer neuen Region. Aber es ist eine etwas andere Welt hier bei uns in Nordhessen, ne? Weil Mittelhessen tendiert ja mehr in den Süden, Richtung Wiesbaden, Frankfurt, Rhein-Main-Gebiet. Und so mentalitätsmäßig sind die, gerade der Nordkreis, so ein spezielles Völkchen, ne? Also ich kann nicht sagen, dass hier Menschen mit einer speziellen Mentalität sind. Ich bin hier sehr herzlich willkommen geheißen worden, sowohl von allen Netzwerkpartnern, sehr offen auch empfangen worden und sehr schnell auch in die regionalen Netzwerke mit reingenommen worden. Das hat mir natürlich hier das Ankommen erleichtert und ich bin in eine sehr offene Agentur auch gekommen, muss ich sagen, mit vielen, vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die sehr engagiert und sehr motiviert sich auch um die Belange unserer Kundinnen und Kunden kümmern und auch mir das Ankommen hier sehr leicht gemacht haben. Also jeder war bereit, irgendwie mir Hilfestellung zu geben und Unterstützung zu leisten. Wenn man irgendwo neu ankommt, muss man sich ja erst einmal orientieren, wie funktioniert die Welt hier im Nordhessen. Aber wer aus Wetzlar kommt, kommt natürlich am Handball nicht ganz vorbei. Haben Sie mal gespielt? Nein. Ah, okay. Ich bin keine Ballsportlerin, muss ich sagen. Ja, Waldeck-Frankenberg ist natürlich zusammen mit dem Schwalm-Eder-Kreis hier, für den Ihr Haus zuständig ist, sind natürlich zwei der größten Flächenkreise in Hessen an den Hacken. das bedeutet natürlich auch ein paar Außenstellen Ihres Hauses, also Bad Arolsen, Frankenberg, Melsungen. Ja. Doch schon eine erhebliche Reisetätigkeit, weil alles kann man ja natürlich nicht per Telefon oder per Videocall abwickeln. Ne? Also ja, die Fläche ist schon herausfordernd für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch natürlich für unsere Mitarbeitenden. Und wenn man an dem Versprechen festhält, dass man in der Fläche bleiben will und auch in so einem großen Bezirk in der Fläche bleiben muss, dann ist das natürlich eine Herausforderung für beide Seiten an der Stelle. Wir haben lange Fahrzeiten, wir haben natürlich auch nicht eine so herausragende ÖPNV-Anbindung, dass immer alles möglich ist. Das führt natürlich in Teilen zu Passungsproblemen, das muss man auch sagen. Selbst wenn Bewerber und Stelle perfekt zueinander passen würden, muss man natürlich immer auch gucken, ob man es organisieren kann, dann tatsächlich auch zu den verlangten Arbeitszeiten dann auch vor Ort zu sein beim Arbeitgeber. Aber auch dafür gibt es Lösungen und auch insbesondere unsere beiden Jobcenter sind sehr aktiv bei der Förderung von Mobilität, um da auch einfach ein gutes Zusammenkommen zwischen Stelle und Bewerber zu organisieren. Inzwischen nimmt da auch die Digitalisierung bei einer Bundesbehörde etwas Fahrt auf. Das heißt, vieles ist inzwischen online möglich. War es am Anfang mal die einfache Terminvergabe, kann man heute, Sie sprechen ja lieber von Kunden, ein Kundenkonto anlegen, mit dem man vieles abwickeln kann. Und selbst in der Fläche, da wo es DSL gibt, haben wir erträgliche Bitraten beim Internet, sodass man das durchaus machen kann. Und das ist ja erst der Anfang, ne? Also die Prozesse sind ja noch gar nicht innerhalb der Agentur für Arbeit komplett digitalisiert. Das
man also Akten durchreichen kann von einem zum anderen oder so, ohne dass da Papier fließt. Das ist ein ganzer Anfang erst. Ne? Naja, also die Digitalisierung hilft uns und ich glaube, im Vergleich zu anderen Bundesbehörden sind wir da auch schon relativ weit. Wir haben sehr früh schon angefangen, unsere Leistungsakten zu digitalisieren. Das heißt, unsere operativen Services arbeiten schon über sehr viele Jahre mit der digitalen Kundenakte und das hilft natürlich auch, Arbeit zu verteilen und da auch gute Dienstleistungen anzubieten und keine Akten hin und her zu reichen, wie Sie sagen. Und die Digitalisierung hilft uns natürlich auch in der Betreuung unserer Kundinnen und Kunden. Sie haben es eben angesprochen, Online-Terminvergabe war so der erste Schritt in die Richtung. Wir bieten aber jetzt heute auch schon die Möglichkeit, sich online arbeitslos und arbeitssuchend zu melden, ganz bequem von zu Hause aus, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, kann man das organisieren. Auch Leistungsanträge, dafür muss man nicht mehr kommen und die zu stellen vor Ort, sondern die Kundschaft kann das ganz bequem von zu Hause aus machen und man muss auch nicht nochmal hinfahren und fragen, wie ist denn der Bearbeitungsstand. Auch das kann ich alles in unserer Mobil-App sofort von zu Hause, vom Sofa aus einsehen an der Stelle. Und die Vermittlungsgespräche, das haben Sie eben schon gesagt, da führen wir natürlich das Erstgespräch in der Regel persönlich, wenn man einen Kontakt aufbauen muss, weil es da um eine vertiefte Beratung geht und auch eine Festlegung einer Strategie, das geht natürlich persönlich einfach besser. Aber dann in den Folgekontakten bieten wir natürlich auch, um Fahrzeiten zu vermeiden, Videocalls an der Stelle und das wird auch gut angenommen. Und diejenigen, für die es halt nicht in Frage kommt, entweder aus persönlichen Gründen oder weil die technischen Voraussetzungen nicht vorliegen, denen bieten wir natürlich auch gerne den Service hier jetzt vor Ort. Sind wir hier im Heute, im Jetzt und auch schon mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft, noch nicht ganz, aber wenn man mal die Geschichte der Arbeitsagentur, in vielen Köpfen ist ja immer noch der Name Arbeitsamt vorhanden, aber die Geschichte mal so ein paar Jahrzehnte zurückdreht, da war das, naja, eine Behörde, die verwaltet hat, Arbeitslose verwaltet hat, arbeitsvermittelt hat, aber in der Hauptsache sich um diese Geschichten gekümmert hat. Das hat sich ja heute gewaltig geändert. Na, heute ist das ein sehr breit aufgestellter Dienstleister. Ne? Ja, das kann man so sagen. Da bin ich sehr bei Ihnen. Die Arbeitslosenversicherung ist 1927 gegründet worden. Wir feiern bald unser 100-jähriges Jubiläum. Und in dieser Zeit ist einfach ganz viel passiert. Wir haben uns kontinuierlich angepasst und weiterentwickelt. Wir haben uns aber auch weiterentwickeln müssen und das war auch gut so, dass wir das getan haben. Die internen Reformprozesse in Richtung Weiterentwicklung zu einem modernen Dienstleister am Arbeitsmarkt sind Ende der 90er gestartet. 2004 erfolgte dann die Umbenennung auch von der Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur und wir haben sehr stark darauf gesetzt, auch Dienstleistungen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden weiterzuentwickeln. Und das machen auch heute noch. Aktuell läuft gerade in Nürnberg in unserer Zentrale ein sogenanntes Zukunftsprojekt, was nochmal gezielt danach guckt, gibt es Prozesse, die wir weiterentwickeln können im Sinne unserer Kundinnen und Kunden und auch geänderter Dienstleistungsbedarfe. Also wenn wir von Kundinnen und Kunden reden, reden wir nicht nur von Arbeitssuchenden, Arbeitslosen, Weiterbildungswilligen, sondern ihre Kunden sind auch Unternehmen, Handwerker, Dienstleister, die entsprechend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen. Das ist ja auch ihr Kundenstamm. Exakt. Und natürlich nicht zu vergessen, die jungen Menschen, die auf einer Suche sind nach einer Ausbildungsstelle oder nach einem Studium, also Berufs- und Studienorientierung sind ja auch Felder, die wir betreiben. Und wenn wir dann in die Familienkasse gehen, auch Familienleistungen, Leistungsgewährung, Arbeitslosengeld und andere Unterstützungsleistungen. Das heißt jetzt aber für Sie als Heeresleitung, dann auch einen engen Kontakt zur Wirtschaft zu halten, zu den Wirtschaftsverbänden, zu den Unternehmen. Nun sind wir hier im Kreis mit großen Unternehmen nicht überfrachtet, sondern viel Mittelstand und Handwerk. Aber auch diesen Kontakt zu halten, aber auch ja, so ein bisschen antichambrieren. Ich habe noch 5 Leute, könnt ihr die mir abnehmen? Ich sage das jetzt mal so plakativ. Ich sag mal,
keiner kann alleine erfolgreich sein. Das ist ein Motto, was ich sehr stark auch vorantreibe. Es geht nur mit einer guten Vernetzung in der Region, mit Verbänden, aber auch mit Unternehmen vor Ort. Der Markt hier in Korbach ist sehr interessant, ist sehr vielfältig und die Mischung macht's zwischen Global Playern wie Conti und Fissmann, aber auch vielen Mittelständlern und Handwerksbetrieben, die natürlich alle unterschiedliche Bedarfe haben, wo aber auch unser Arbeitgeberservice extrem gut darauf reagieren kann mit Arbeitsmarktberatung, aber auch natürlich mit einer Integration von Menschen, die bei uns gemeldet sind. Oder ein ganz wichtiger Punkt auch, wenn wir uns über Fachkräftebedarf und Fachkräfteengpässe unterhalten, natürlich auch das Thema Beschäftigtenqualifizierung. Ja. Der Markt ändert sich, Branchen ändern sich, Berufsbilder werden sich ändern durch Digitalisierung, durch KI, aber auch durch Strukturwandel. Wenn man ein Beispiel sagen, der Wandel von der Verbrennermobilität hin zur Elektromobilität wird ganz andere Herausforderungen mit sich bringen, wird ganz andere Anforderungen an Beschäftigte stellen. Und wenn wir uns darum kümmern wollen, dass wir Beschäftigtenfähigkeit oder Beschäftigung erhalten und Arbeitslosigkeit vermeiden wollen, dann ist natürlich Beratung und Qualifizierung auch von Menschen, die in Unternehmen sind und sich zu einer Fachkraft weiterentwickeln. Ein sehr wichtiges Thema. Wie ich etwas reifer bin, manche sagen überreif, der hat ja nun viele Entwicklungen, ich sag mal, seit den 60er Jahren mitgemacht. Und so schnell wie in den letzten 15, 20 Jahren sich Industrie, Handwerk, Dienstleistungen gewandelt, geändert haben, da können ja große Behörden überhaupt nicht Schritt mithalten. Wir müssen das tun und wir wollen uns auch regelmäßig weiterentwickeln und uns anpassen an der Stelle. Und ich glaube, das gelingt auch ganz gut. Aber Berufsbilder, muss ich einhaken, Frau Kern, Berufsbilder ändern sich heute zum Teil innerhalb eines Jahres, weil was dazukommt oder wegfällt. Da kommt die IHK nicht hinterher, zu sagen, wir müssen das Berufsfeld neu definieren. Und Sie können die Anfrage nicht befriedigen eines Unternehmens, der sagt, ja, kann ich noch nichts zu sagen, habe ich noch nichts. Wie die Ausbildungsrichtlinien sind und. Ja, aber wir haben ja schon auch wissenschaftliche Evidenz, auch durch unser Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die sehr stark auch darauf gucken, welche Technologien führen zu welchem Wandel und zu welchen Bedarfen. Und natürlich wissen auch Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie neue Maschinen oder neue Prozesse dann haben in ihrer Unternehmung, was braucht denn der Markt? Und dass man dann halt gemeinsam mit auch Trägern überlegen muss, wie kann man denn diesen Bedarf bedienen? Und ja, da steckt auch Hirnschmalz drin, auch was Neues zu konzeptionieren an der Stelle. Ja. Das braucht vielleicht einen Moment, aber damit können wir uns nicht unendlich Zeit lassen, weil sonst sind wir nämlich am Markt vorbei. Und das müssen wir organisieren, sowohl mit den Unternehmungen wie auch mit den Trägern. Inwieweit haben Sie selbst hier als regionale Arbeitsagentur, als Geschäftsführung auch ein bisschen freie Hand? Weil die Regionen sind ja auch unterschiedlich in den Bedarfen zum Teil. Wir sind ja hier nun unter anderem auch eine Touristenregion und da muss man ja manchmal eigene Wege gehen, so ein bisschen abseits von. Haben Sie da eine Möglichkeit, freie Hand hier etwas zu gestalten? Ja, das können wir definitiv. Wir haben natürlich das Regelinstrumentarium des Sozialgesetzbuchs 3, wo diese Förderungen dann auch reingehören. Aber das, was inhaltlich geplant wird, das liegt in der Verantwortung einer jeden Agentur, auch hier in Hessen, gemeinsam mit den Jobcentern, gemeinsam mit den Unternehmen, aber auch mit Verbänden, mit den Kammern, mit den Sozialpartnern in unserem Verwaltungsausschuss, zu gucken, was braucht der Markt und wie reagieren wir da zukunftsfähig drauf. Und dann können wir uns unser Förderportfolio auch eigenständig zusammenstellen. Weil One Fits All für alle Regionen in Hessen wäre ja widersinnig und kontraproduktiv. Ne? Weil, genau. Wie gesagt, es gibt reine Industrieregionen, es gibt durchaus ländliche Bereiche mit viel Natur und wenig anderem. Und da muss man sich schon was einfallen lassen. Das heißt aber, wenn Sie so etwas in die Wege leiten,
dann ist das eigentlich für X plus 1, also nicht für morgen, sondern fürs nächste Jahr oder übernächste Jahr, wo das dann wirklich zum Tragen kommen könnte. Wir machen jedes Jahr eine Bildungszielplanung, so heißt das bei uns, und gucken, was nehmen wir uns denn fürs nächste Jahr vor, haben aber auch immer schon mal den Blick darauf, welche Änderungen werden sich in der Zukunft ergeben, also auf was müssen wir denn vielleicht längerfristig vorbereiten und hinsteuern. Das machen wir jedes Jahr neu. Unter Ihren Schirm steht ja auch, hatten Sie schon eben angesprochen, das Jobcenter, dieser Zusammenschluss der Sozialamt und Agentur für Arbeit, ja. Das kommt ja immer wieder seit der Einführung des alten Begriffs Hartz IV und jetzt Bürgergeld, gerade in der Politik natürlich immer wieder, je nachdem auf welcher Seite man steht, unter Beschuss. Für die einen ist das die soziale Hängematte, in der man die Füße hochlegt und ich sag mal, mit Miete und allem drum und dran mehr hat als der Durchschnittsverdiener. Für den anderen ist das noch zu wenig. Die Erfahrung hier bei uns im Kreis ist eigentlich, die arbeiten wollen im Jobcenter, die kriegen auch ihre Arbeit, oder? Ja, und das organisieren sehr viele engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern, die sich kümmern, dass bestimmte Hürden und nicht jeder hat irgendwie eine Berufsbiografie, die ihn sehr windschnittig wieder in den Markt kommen lässt, dass diejenigen eine Unterstützungsleistung bekommen und auf dem Weg zur Integration, die manchmal auch in kleineren Häppchen funktioniert, dann auch gut wieder in den Markt kommen. Und die Integrationsergebnisse zeigen hier in der Region, dass das auch gut gelingt und diejenigen, die auf dem Weg sind, dann in den Markt dann auch gut integriert werden können. Wir haben einen Fachkräftebedarf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Arbeitskräfte, die möglicherweise Fachkräfte werden können, wo es alles ein bisschen länger dauert. Von der Arbeitserlaubnis über die Anerkennung einer vorhandenen Qualifikation und. Beste Beispiel sind immer die Ärzte, die nun aus der Ukraine kommen und durchaus schon arbeiten könnten, aber nicht dürfen, weil die Anerkennung, die Approbation bis zu 3 Jahre dauert. Andere Länder sind da etwas schneller. Aber auch einer ihrer großen Aufgaben, die Integration von Geflüchteten. Genau. Wir arbeiten gerade mit Hochdruck an der Umsetzung des Jobturbo, hier in der Region, aber natürlich auch bundesweit an der Stelle, weil wenn wir uns über Fachkräfteengpässe an manchen Stellen oder über Fachkräftebedarfe unterhalten, muss es uns natürlich gelingen, das Potenzial auch zu nutzen, was hier schon im Land ist. Und viele Menschen, insbesondere aus der Ukraine, bringen gute Qualifikationen mit. Und natürlich braucht man in Deutschland für alles eine Art von formaler Qualifikation. Die Berufsanerkennung wird natürlich ein Flaschenhals sein, wo wir auch immer dafür appellieren, zu sagen, es braucht auskömmlich Ressourcen, auch sich diesem Thema zuzuwenden, damit die Anerkennungsprozesse, und Sie sprachen es gerade an, im akademischen Bereich natürlich noch um ein Vielfaches komplizierter wie im dualen Ausbildungssystem, dass das gut funktioniert und Menschen auch sehr zeitnah ihrer Profession, die sie erlernt haben, dann mit Ausgleichsmaßnahmen auch nachgehen können. Jetzt haben wir das andere Beispiel, dass in den Jahren, als man Arbeitskräfte brauchte, aus der Türkei, aus Spanien, aus Portugal, aus Italien, hier nach Deutschland geholt hat, damals nannte man sie Gastarbeiter, da hat man nicht groß nach Qualifikationen und Sprachkenntnissen gefragt. Ne? Die wurden in den Arbeitsmarkt integriert und learning by doing. Und viele dieser damaligen Gastarbeiter, deren Enkel sitzen heute im Bundestag, sind Rechtsanwälte, sind bei der Agentur für Arbeit in Positionen. Das hätte ja auch so ein bisschen Blaupause sein können, denn man braucht ja nicht für jeden Job, sage ich jetzt mal, eine höhere Qualifikation. Ne? Ich sag mal, wenn einer hinten beim Müllauto Kipper macht, also die Tonnen einhängt, muss er kein Abitur haben oder eine Ausbildung. Ja,
Da hilft immer mal ein Blick auf den Stellenbestand. Wir haben hier im Bezirk ungefähr 2600 offene Stellen und das ist schön, dass auch dieser Bestand, weil das ist nämlich ein positives Indiz auch, dass es ein Stückchen bergan geht, auch weiterhin steigt. Und wenn man guckt, was braucht denn der Markt, dann braucht er überwiegend Fachkräfte und Experten, oder Spezialisten, also Menschen mit einem Facharbeiterbrief oder mit einem abgeschlossenen Studium oder einer Weiterbildung im höherwertigen Bereich. Der Helfermarkt, also dieser Markt, wo Menschen ohne formale Qualifikation auch gut reinkommen, den gibt es zwar, aber der fällt sehr viel kleiner aus. Wir brauchen ungefähr zu zwei Dritteln Fachkräfte und Experten, Spezialisten und nur zu einem sehr kleinen Teil dann auch noch Helfer, weil sich der Markt und auch Berufsbilder und Berufsfelder einfach seit der Zeit der Anwerbung von Gastarbeitern natürlich deutlich geändert haben. Wenn man das Gastrogewerbe mal nimmt, die ja verzweifelt, gerade nach Corona kaum noch Leute haben, weil ihnen die Leute dann von der Fahne gelaufen sind. Ich sag mal, für 70% unserer Betriebe muss ich kein Restaurantfachmann oder Fachfrau sein, sondern ich muss ein Glas fehlerfrei an den Tisch bringen und muss erklären können, was auf der Tageskarte steht. Kann man da nicht, oder gibt es das so, dass man eine verkürzte Ausbildung macht, dass man sagt, komm, 6-8 Monate, und dann ist man, ja, wie nennt sich das dann, angelernte, also Sie wissen, worauf ich hinaus will. Das sind ja in der Regel auch oft sowieso Saisonarbeiter, die im Sommer da sind und im Winter woanders. Also meine Erfahrung ist, dass hier in der Region vieles möglich gemacht wird. Zu Beginn des Jobturbos haben wir mit den Jobcenter-Geschäftsführern direkt natürlich auch Branchenvertreter eingeladen, die halt auch einen sehr hohen Bedarf haben. Und da war natürlich der Hotel- und Gaststättenverband gleich sehr oben auf der Einladungsliste. Und der Vertreter war auch da und hat gesagt, ich nehme Menschen aus der Ukraine, ich nehme Geflüchtete, ich nehme auch Menschen, die jetzt noch nicht perfekt Deutsch können, weil wir halt auch in unserer Mitarbeitendenschaft Kolleginnen und Kollegen haben, die die Sprache sprechen, die ein Stück weit mitteln können und dann lernen wir denen das schon, was sie brauchen, um eine gute Arbeitskraft zu sein, das lernen wir denen auch schon. Und er hat Wort gehalten an der Stelle. Also wir merken, dass da auch viele Möglichkeiten geschaffen werden für Menschen mit weniger Sprachkenntnissen, die den ersten Einstieg dann haben und sich on the job qualifizieren können. Und wir unterstützen dann auch nochmal mit ergänzender Sprachförderung. Das macht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und da versuchen wir auch nicht jeden perfektes Deutsch beizubringen, weil die Zahl der Integrationskursplätze hätten wir hier in der Region auch gar nicht, sondern erste Einstiege zu schaffen und dann berufsbezogen auch das aufzuschulen, was jemand braucht. Und das gelingt hier ganz gut. Jetzt ist die Arbeitsagentur nicht nur Vermittler von Arbeitskräften, sondern sie ist auch Arbeitgeber. Ja. Wie sieht es denn mit dem eigenen Bedarf aus und der Rekrutierung von eigenen Ressourcen? Wir haben uns ja anlässlich verschiedener Messen getroffen, wo die Agentur für Arbeit Mitveranstalter war, aber auch Aussteller nach dem Motto, vergesst die Bundespolizei, kommt zu uns. Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass jeder eine Jobchance ergreift und eine Ausbildung macht in dem Tätigkeitsfeld, wo er sagt, da habe ich Spaß drauf, da habe ich Lust dran, da meinen Einstieg zu machen. Deswegen würde ich nicht sagen, vergesst die Bundespolizei, geht zur Bundesagentur für Arbeit. War ein bisschen flapsig. Ich kann natürlich nur darauf hinweisen, dass wir auch sehr interessante Ausbildungs- und auch Studienmöglichkeiten bieten. Und auch wir natürlich an Nachwuchs interessiert sind. Auch unsere Boomer, unsere älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder auch teilweise noch Beamte werden in den nächsten Jahren in Pension oder in den Ruhestand treten. Und da braucht es natürlich junge, engagierte Menschen, die einfach Lust haben, daran Teil unseres Teams zu werden. Wir vergeben in jedem Jahr 3 Ausbildungsplätze und 3 Studienmöglichkeiten hier in Korbach. Ich glaube, man kann auch sagen, dass wir relativ gut bezahlen, also ein Einstiegsgehalt bei einem Azubi
im ersten Lehrjahr von über 1200 Euro, kann sich sehen lassen. Unsere Dualstudierenden verdienen über die 3 Jahre über 1800 Euro und wir zahlen auch noch in den Studienzeiten, die in Mannheim absolviert werden, an unserer Hochschule die Mietkosten an der Stelle, dass man die nicht auch selber tragen muss. Und danach wartet auf jeden Fall ein unbefristetes unbefristetes Arbeitsverhältnis. Der Ausbildungsberuf heißt Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen. Ah, okay. Und wir haben 2 unterschiedliche Studienmöglichkeiten. Einmal für die Arbeitsvermittlung und einmal eher beratungsorientiert. Jetzt ist die Frau Kern hier Geschäftsführerin. Und die ist sie nicht aufgrund ihres Geschlechts geworden, sondern es gibt Personalentwicklung. Man muss bestimmte Qualifikationen durchlaufen, auch Abteilungen vermutlich, wie woanders, oder Bereiche, wo man sich beweisen muss. Das heißt, hier gibt es also auch geschlechtsunabhängig, darauf will ich eigentlich hinaus, die Möglichkeit, über die Personalentwicklung letztendlich irgendwann mal, naja gut, Nürnberg, das ist ein politisches Amt, aber innerhalb jetzt eines Bundeslandes, sagen wir, doch relativ Karriere zu machen, ne? Ja, also wer das möchte und wer sich engagieren will, hat hier jedwede Art von Möglichkeiten. Egal in welchem Bereich er eingestiegen ist, sowohl der Auszubildende als auch der Studienabsolvent. Die Bundesagentur für Arbeit ist sehr divers und bietet sehr viele Möglichkeiten. Wir haben in unserer Gesamtorganisation Kolleginnen und Kollegen aus über 100 Nationen. Und die Bundesagentur für Arbeit setzt sich sehr für Gleichstellung und Gleichberechtigung ein. Und das zeigt sich sowohl bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern als auch bei der Stellenbesetzung als auch bei der beruflichen Weiterentwicklung. Jetzt sind wir hier leben wir in Europa, das ist schön. Im Moment ist Europa nicht so schön, aus anderen Gründen, aber es ist normalerweise schön. Haben Sie Kontakte zu Benachbarten, also wie Frankreich? Ja, Großbritannien ist ja nicht mehr, aber Österreich, Polen, zu vergleichbaren Organisationen. Gibt es da auch einen Austausch, dass man versucht, auch so, sich so ein bisschen europäisch anzugleichen mit diesen Organisationen? Ja, wir versuchen natürlich von anderen auch zu lernen und auch unsere Erfahrungen weiterzugeben. Wir sind hier in Hessen sehr eng vernetzt mit der österreichischen Arbeitsverwaltung. Wir haben da auch eine Lernkooperation mit dem AMS, wie er in Österreich heißt. Und wir versuchen auch im Moment einen Prozess zu implementieren. Damit haben wir jetzt angefangen. EFQM heißt das, ein Qualitätsentwicklungskonzept, wo man auch hinschaut, wo gibt es denn Stärken in der Organisation, wo gibt es Potenziale in der Organisation, und der österreichische Arbeitsmarktservice macht das auch, und da kann man natürlich gut vernetzt auch voneinander und miteinander lernen an der Stelle. Da gucken wir schon auch hin, das ist wichtig. Ich sag mal, in Deutschland wird da ganz oft Dänemark als Vorbild hingestellt, nach dem Motto 6 Monate ALG. Und dann sieh zu, wie du weiterkommst, und es gibt kaum Arbeitslose und so. Das ist immer so ein bisschen plakativ einseitig betrachtet, ne? Wenn man so in die skandinavischen Länder guckt oder nach Frankreich, dass da alles besser ist, dem ist ja nicht so. Also es ist anders, weil natürlich auch politische Entscheider andere Entscheidungen getroffen haben an der Stelle. Und unsere Programmatik gibt natürlich ja schon auch ein Stück weit der Gesetzgeber vor, weil wir sind Exekutive. Und da gibt es Spielregeln, die wir natürlich einhalten. Wenn Laufzeiten von Leistungen in anderen Nationen andere sind, ja, dann ist das ein Befund, der ist so. Aber man muss nicht jedes kopieren, das man irgendwo mal gefunden hat, ne? Genau, ich glaube auch, dass wir bei der Integration von geflüchteten Menschen, weil dahin geht ja diese Diskussion auch immer, gute Fortschritte machen. Unsere Jobcenter hier in der Region haben immer die höchsten Integrationsquoten im Hessen-Schnitt an der Stelle. Und das zeigt ja auch, wenn man sich die Statistiken anguckt, dass es hier sehr wohl gelingt, Menschen vorzubereiten, Unternehmen gut zu beraten, dass eine Integration dann auch gelingt, teilweise die zu fördern.
zu unterstützen. Also da sehen wir uns auf einem guten Weg. Mit Beginn der Jobcenter, wo viel Unsicherheit bei der Bevölkerung, bei der Agentur für Arbeit, bei den Sozialämtern war, weil dieser wahnsinnige Prozess musste sich ja erstmal einschleifen und es ist ja ein eigenes Sozialgesetzbuch quasi, gab es dann doch die ein oder andere unschöne Szene in den Jobcentern, weil die Menschen haben es nicht verstanden, die Sachbearbeiterinnen oder Sachbearbeiter haben es auch nicht verstanden, was sie da eigentlich so richtig die Menschen von ihnen wollten. Das hat sich aber inzwischen gut eingeschliffen, gut reguliert. Die Menschen sind ruhig, zufrieden. Na, zufrieden ist der Mensch nie, aber. Also ich glaube, die Prozesse haben sich gut etabliert. Die Rechtsmaterie im Sozialgesetzbuch 2 ist nicht ganz so trivial, muss man sagen. Deswegen kann ich es gut nachvollziehen, dass wenn man was ganz neu einführt und auch was ganz neu umsetzt, da vielleicht die ein oder andere Unsicherheit war, die wir aber sehr gut haben auch überbrücken können. Wir haben ja nicht nur Jobcenter in gemeinsamer Trägerverantwortung, so wie hier bei uns im Bezirk, wo man mit der gleichen Vermittlungsplattform arbeitet, wo man teilweise wie hier mit dem Jobcenter Waldeck-Frankenberg auch in einem Haus sitzt, wo man gute Schnittstellen hat und wo man miteinander spricht. Das ist in anderen Agenturbezirken vielleicht nicht ganz so optimal, weil da sehr viele zugelassene kommunale Träger dann auch sind, mit denen man halt die Schnittstellen auch gut bearbeiten muss an der Stelle. Aber man sitzt halt nicht zwangsläufig in einem Haus, sondern da muss man ein bisschen mehr Energie drauf verwenden, dass man gute Prozesse für die Kundinnen und Kunden schafft, dass jeder auch da ankommt, wo er die entsprechende Unterstützung bekommt, die er auch braucht. Und meiner Wahrnehmung nach ist das nach den ersten etwas turbulenten Zeiten jetzt mittlerweile in einem sehr ruhigen Fahrwasser. Na gut, auch gut waren Unsicherheiten auf allen Seiten da, wie das wirklich läuft. Es gibt immer mal wieder in der Öffentlichkeit Kritik an der Arbeitslosenquote, an den Zahlen. Mit dem Hinweis gerade in der Presse, naja, dann ist von oben mal wieder festgelegt worden, wir packen mal wieder jede Menge in Weiterbildung und Fortbildung, weil dann stehen sie im Arbeitsmarkt ja nicht zur Verfügung, also sind sie auch nicht arbeitslos. Ist diese Kritik zum Teil berechtigt? Also natürlich ist das immer eine Definitionsfrage. Wer zählt als arbeitslos und wer eben auch nicht? Die Kritik, die Sie eben beschrieben haben, haben wir aufgegriffen, hat unsere Statistik aufgegriffen. Und wir schaffen da natürlich schon auch Transparenz dazu, dass wir sagen, wie viele Menschen sind denn tatsächlich arbeitslos gemeldet, weil sie mindestens in der Lage sind, 15 Stunden auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Und wer kann das jetzt gerade nun nicht, weil er in einer Qualifizierung, einer Weiterbildung, einem Integrationskurs ist, und weisen da sehr transparent aus, wie sind denn die Entwicklungen auch im Bereich der Unterbeschäftigung an der Stelle. Und da kann man genau sehen, steigt Unterbeschäftigung, sinkt sie, wie ist da gerade die Entwicklung. Im Moment steigt Unterbeschäftigung bei uns hier im Bezirk, wie auch in Hessen insgesamt. Das liegt daran, dass viele Menschen aus der Ukraine oder Geflüchtete aus den sogenannten 8 Herkunftsländern in Integrationskurse gehen. Und da sage ich Ihnen aber auch ganz ehrlich, da bin ich froh, dass diese Zahlen im Moment steigen, weil so lernen Menschen Deutsch und haben dann auch eine bessere Integrationsmöglichkeit in den Markt. Ja, aber gerade, ich sag mal, bei aus bestimmten Herkunftsländern, die Familien, ist es schade, dass die Frauen nicht in die Integrationskurse gehen, dass die nicht in Arbeit kommen, denn das wäre ja da der Punkt, wo man sagt, da kriegt man auch die Kinder drüber, über die Frauen. Ne? Ja. Das würde ich auch so gar nicht bestätigen, dass die Frauen nicht in Integrationskurse gehen an der Stelle. Also der Weg dahin und die Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist, die ist vielleicht bei manchen Nationalitäten ein bisschen größer. Aber insbesondere bei der Gruppe der ukrainischen Geflüchteten, da sind ja sehr viele Frauen dann auch zu uns gekommen, die natürlich auch ihren Lebensunterhalt in der Ukraine eigenständig bestritten haben, die auch arbeiten wollen.
Da scheitert es in manchen Fällen noch an der Verfügbarkeit der Kinderbetreuungsmöglichkeiten, okay, weil wenn ich keinen Kindergartenplatz habe, ist es natürlich auch schwierig irgendwie zu gestalten, ja, wie kann ich denn in einen Integrationskurs gehen oder wie kann ich Arbeit aufnehmen. Aber da sind ganz viele Frauen, die hierher kommen, sehr dankbar, dass Lösungen aufgezeigt werden und sehr engagiert und teilweise auch sehr daran interessiert, schnell auch hier einen Beitrag zu leisten, ohne dass man zu Hause sitzt und wartet, dass der Tag umgeht. Also Tagesstruktur ist da ein großes Thema auch, wo man sich selber einbringen will. Ein Thema ist natürlich, in der Integration sind beschränkt arbeitsfähige Behinderte. Gibt es die regelmäßige Meldung? Im März, bis wann man sich freigekauft haben kann als Unternehmen, wobei es da doch sicherlich auch Menschen gibt, die durchaus ihren Job machen könnten, für die Unternehmen noch zum Vorteil. Es ist für sie auch ein schwieriges Feld, diese Menschen unterzubringen, ne? Also, wenn man sich mal die Abgangsraten auch von Menschen mit Handicap anguckt, gehen auch die nach oben. Warum ist das so? Weil Unternehmen natürlich Fachkräftebedarfe auch haben oder Arbeitskräftebedarfe haben und auch stärker bereit sind, Menschen zu nehmen, deren Berufsbiografie nicht hundertprozentig durchgängig ist oder wo man auch sagt, das ist ein motivierter und engagierter Mensch. Ja, da gibt es ein Handicap, da gibt es aber auch Ausgleichsmaßnahmen, die der Landeswohlfahrtsverband zahlt, die wir als Agentur dann auch zahlen, um Hilfsmittel dann auch entsprechend anschaffen zu können im Rehabilitationsprozess. Und wir merken auch da, dass natürlich die Beratung intensiver ist, aber immer mehr Menschen da auch mit einem sehr hohen Engagement von Unternehmen dann auch abgefordert und abgenommen werden. Frau Kern, wenn Sie sich was für die Zukunft Ihres Hauses wünschen könnten, also die Bucketlist muss nicht unendlich sein, aber wenn Sie sich Ihres Hauses was wünschen könnten, das spricht für die Bundesagentur hier in Korbach oder für die Landesagentur oder wie auch immer, die Sie nach oben richten würden und sagen, hier, mach mal. Was wäre das eigentlich? Also, ich glaube, wir sind sehr gut organisiert an der Stelle und wir haben sehr viele Instrumente, die dazu geeignet sind, eine gute Arbeitsmarktpolitik in der Region zu machen. Ich würde eher appellieren an die Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartnern, sich so intensiv zu engagieren, wie ich das hier in der Region wahrnehme. Ja. Also, egal, wen man fragt, sei es Politik, sei es Verbände, sei es Unternehmungen, wenn man eine gute Idee hat, dann wird die aufgegriffen und dann wird überlegt, wie kann man das gemeinschaftlich miteinander umsetzen. Und dass das weiterhin gelingt, das würde ich mir wünschen für meine Organisation und auch hier für die Region, weil das einfach gut ist und trägt. Und wir haben uns jetzt auch in diesem Jahr auf den Weg gemacht, das Thema Qualifizierung und Weiterbildung noch mal ein Stück stärker voranzutreiben. Und zwar nicht nur als Bundesagentur für Arbeit, sondern gezielt auch mit beiden Kammern, also mit der IHK, mit der Handwerkskammer und den Kreishandwerkerschaften, mit dem Verband der Hessischen Unternehmerverbände. Und wir eröffnen im Oktober Bildungspunkte, die wir auch gemeinschaftlich besetzen, auch mit der VHS, weil es gibt ja ganz viele unterschiedliche Aufstiegsangebote, Meisterausbildung zum Beispiel, die wir gar nicht bezahlen, sondern wo die Kammern die entsprechende Lösung für haben oder Weiterbildung zum Betriebswirt des Handwerks. Da sind die Kammern in der Verpflichtung und haben auch gute Möglichkeiten der Förderung. Es gibt gute Kurse der Volkshochschule, die wir gar nicht fördern können, wo aber auch jemand bereit ist zu sagen, das ist eine kleine Anpassungsqualifizierung, die finanziere ich auch aus eigener Tasche. Und dann gibt es das ganz große Förderportfolio aus dem Sozialgesetzbuch 2 und 3. Und da versuchen wir
Prozesse zu organisieren, dass jemand nicht von Pontius zu Pilatus geschickt wird, sondern dass er einen Anlaufpunkt hat hier in unserem Bildungspunkt, und den machen wir sowohl hier in der Agentur in Korbach mit unseren Partnern, aber auch im Schwalm-Eder-Kreis am Standort in Homberg. Und da versuchen wir, den Prozess zu organisieren, damit derjenige, der einen Bildungsbedarf hat oder einen Bildungswunsch hat, auch bei dem ankommt, der den am besten bedienen kann. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal wissen, medial, also ich spreche jetzt von Social Media, ich spreche von Instagram, TikTok, X oder Twitter und Facebook, ist die Agentur ja etwas schwach auf der Brust. um da zum Beispiel über TikTok mit kleinen Clips ja doch Ausbildungswillige oder Schüler zu erreichen oder so. Muss da die Agentur noch nachsteuern? Das ist einfach eine geschäftspolitische Entscheidung, wo man halt auch ein Stück weit abwägen muss, wie sicher ist das Medium, auf dem ich poste, und wie gut erreiche ich jemanden. Hm. Und ja, da sind wir reglementiert, aber das ist tatsächlich eine Entscheidung, die wir nicht vor Ort treffen können, sondern die trifft unsere Organisation in Nürnberg und wägt das natürlich auch ab mit gutem Wissen und Gewissen. Auf TikTok, also ein Azubi stellt seinen kleinen Beruf vor und sagt, die Stelle habe ich über die Agentur für Arbeit bekommen. Da ist es wurscht, wie sicher das Medium ist. Ja, aber wie gesagt, die Entscheidung können wir vor Ort nicht alleine treffen, sondern da guckt natürlich unsere Presse und Medienstelle. Verschläft da Nürnberg auch so ein bisschen die Zeit? Also im Moment sind wir ganz zufrieden mit den Kanälen, die wir betreiben. Und ich nehme auch wahr, dass man sich natürlich datenschutzkonform, aber auch mit ein bisschen Mut an anderes rantraut. Und dass das mehr sein könnte, das werden wir sehen, ob wir das umgesetzt bekommen. Ja, Frau Kern, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für das Gespräch. Interessante Einblicke in die Agentur für Arbeit, aber auch ein bisschen geschichtlich, ein bisschen zukünftig. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die Mühe. Schönen Dank für Ihren Besuch.